gebratener Rotbarschfilet in Kerbelschaum, 4 Rotbarschfilets, Zitronensaft, Meersalz, Pfeffer, 2 l Mehl, 2 l Weißbrotbrösel, 1,1 l zerlassene Butter, Olivenöl. Rotbarschfilets mit Zitronensaft beträufeln und mit Salz und Pfeffer würzen. Filets mit der Hautseite in die Mehlbröselmischung legen. In einer Pfanne, vorzugsweise Eisenpfanne, Olivenöl erhitzen. Filets auf der Hautseite knusprig braten, der Fisch sollte im Kern noch etwas glasig sein. Innenseite des Filets mit heißer Butter bestreichen und warm stellen. Kerbelschaum, IOCL Fischfond, 4 cl Neulibrat, 6 cl Weißwein, 12 cl Obers, frischer Kerbel, Salz, Pfeffer. Fischfond, Neulibrat und Weißwein etwas einkochen, Obers und Kerbel zugeben und aufkochen. Mit dem Mixstab aufschäumen, würzen und eventuell mit ein paar Butterflocken verfeinern. Merlot Risotto. 2 Schalotten, 2 rote Rüben, 3 l Olivenöl, 30 g Risotto Reis, Gewürznelken, Salz, Prozent 2 i Merlot, Kernüse Fond, 4 g Parmesan, 4 g Butterflocken rote Rüben über Dampf garen, schälen und in kleine Würfel schneiden. Klein geschnittene Schalotten in Olivenöl andünsten. Rote Rüben und Reis hinzugeben, mit Merlot aufgießen, würzen und einkochen lassen. Im offenen Topf und bei oftmaligem Rühren den heißen Gemüsefond zugeben. Butterflocken und Parmesan unter fertiges Risotto heben. Eierschwammerlterrine, Eierschwammerlterrine. 25 Dag Eierschwammerl, 1 l Öl, 20 Tag Hühnerfilet, 2 dl Obers, Salz, weißer Pfeffer, Koriander gemahlen, 1 l Petersilie gehackt, gewaschener und geschnittener Eierschwammerl in Öl ansortieren. Kalt stellen. Hühnerfilet in Würfel schneiden. Kuttern. Durch ein feines Sieb streichen. Masse mit Obers, den Eierschwammerln und Gewürzen vermengen. Pastetenformen mit Folie auskleiden. Masse einfüllen und im Wasserbad bei minus 160 Grad Celsius 3 Uhr mingaren. Eierschwammersülzchen. 25 Tag Eierschwammer, 1,1 l Öl, 20 Tag Gemüsefond, 2 l Petersilie gehackt, 1 Tomate, reif, fest, Salz, weißer Pfeffer, 8 Blatt Gelatine, Sherry. Trockentomaten blanchieren, Haut abziehen und das Tomatenfleisch in kleine Würfel schneiden. Gelatine im kalten Wasser quellen lassen. Eierschwammerl in Öl ansautieren, mit Sherry ablöschen und mit Gemüsefond aufgießen. Mit Petersilie, Salz und Pfeffer würzen. Gelatine im Fond auflösen, abschmecken und in vorbereitete Pastetenform füllen. Kalt stellen. Suppe mit Knoblauch Rostini, 1/2 Zwiebel, I Knoblauchzehe, I L Butter, I Lorbeerblatt, 1/46 I trockener Weißwein, 1/4 I klare Gemüsesuppe, 1/4 I Fischfond, 1/8 I Schlagobers, Safran, Salz, I Karotte, etwas Lauch, I Kartoffel, 1 Zanderfilet. 1 Forellenfilet, 1 Wallerfilet zur Garnitur, eventuell 4 Schwänzchen von heimischen Flusskrebsen, 1 Baguette, etwas Butter, 2 Knoblauchzehen, Ehe Petersilie, Zwiebel und Knoblauch schälen und fein hacken. In Butter anrösten, die geschnittenen Karotten und Kartoffeln sowie den in Streifen geschnittenen Lauch dazugeben. Mit Wein ablöschen und mit Suppe und Fischfond aufgießen. Würzen, ca. io Minuten köcheln lassen und das Lorbeerblatt entfernen. Fischfilets in gleich große Teile schneiden. Die Enden der Filets in die Suppe geben, nur ziehen lassen. Filets würzen und in Mehl tauchen, in Olivenöl braten und warm stellen. Suppe aufmixen, vorher Fischstückchen entfernen und mit Schlagobers verfeinern. Fischfilets extra anrichten und zur Suppe reichen. Crostini, Butter etwas erwärmen, nicht zu flüssig, und mit Salz, Knoblauch und Petersilie verrühren. Geschnittenes Weißbrot damit bestreichen und toasten. Fischfond, k1 kg Fischabschnitte, Karkassen, einwürfelig geschnittene Zwiebel, etwas mehr Salz, Pfefferkörner, Dillsaat, I Lorbeerblatt, 1/4 I trockener Weißwein, 1 l Wasser. Zanderfilet mit Kartoffelschuppen, 4 Zanderfilets, 3 Kartoffeln, zur Gebutter, Salz, Pfeffer aus der Mühle, etwas Dijon-Senf,
Zitronensaft 1 L Weißweinreduktion, 2 Dotter, Kapern, 2 L Butter 2 kleine Zucchini, 2 L gehackte Petnoli, 3 L Sonnenblumenöl, etwas weißen Balsamico, Salz und Pfeffer aus der Mühle Zanderfilets mit Zitronensaft beträufeln und würzen. Die Hautseite mit Senfdünn bestreichen. Kartoffeln schälen und in ca. 2 mm dicke Scheiben schneiden. Kreise mit ca. 2 cm Durchmesser ausstechen. Die Hautseite des Filets mit den Kartoffelscheiben schuppenartig belegen, mit zerlassener Butter übergießen und für 15 Minuten in den Kühlschrank stellen. Zanderfilets in einer beschichteten Pfanne in wenig heißem Öl braten, Kartoffelseite nach unten. Mit frischem Dill garnieren. Kapern butter, Kapern stifteln und in Butter anbraten. Dotter mit Weißweinreduktion über Dampf aufschlagen und mit den Kapern vermischen. Zu CCHINIFETCHER, Zucchini der Länge nach halbieren und fächerartig einschneiden. Kurz in Salzwasser blanchieren und auf ein Backblech legen. Öl, Balsamico, Salz und Pfeffer gut verrühren und die Fächer damit dünn bestreichen, mit gehackten Petnoli bestreuen. Circa 10 Minuten bei 200 Grad Celsius im Ofen backen. Lammrücken in Preiselbeerkrustel 2 Lammkarree 6, 600 Gramm, Lammknochen fein gehackt für Glasse, Thymian und Rosmarinzweige, 150 Gramm Wurzelgemüse, 1 kl. Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1 L Tomatenmark, 1-SI Rotwein, 2 I Wasser, Salz, Pfeffer, MSP, Zimt, 3 Gewürznelken, etwas Lavendelkruste, 1 L Butter, 4 L Weißbrotkruste, 1 L süßer Senf, 3 L Preiselbeeren gewürzglace, Lammknochen mit dem Wurzelgemüse und den Zwiebeln anrösten, mit Rotwein ablöschen und mit Wasser aufgießen. Lammform ziehen und mit den Gewürzen abschmecken. Lammkarree mit Salz, Pfeffer, Knoblauch und etwas Olivenöl marinieren, wenn möglich, sollten die Aromen einen Tag lang in das Fleisch einziehen. Die Rückseite in Olivenöl stark anbraten, danach für ca. 5 bis 7 Minuten bei 220 Grad Celsius im Backrohr Medium braten. Für die Kruste flüssige Butter mit Brösel und Preiselbeeren vermengen. Die Karrees mit Senf bestreichen und mit der Preiselbeermischung belegen, andrücken. Bei starker Oberhitze nochmal kurz im Rohr gratinieren. Gewürzfond abseihen und vor dem Servieren noch mit kalter Butter aufschlagen. 2 färbiges Kartoffelgratin im Strudelteig. 6 mittelgroße Kartoffel, 1-8 I Obers, 1-16 I Milch, Salz, weißer Pfeffer, Muskat, etwas Tomatenmark, Strudelblatt, Öl zum Frittieren 3 Kartoffel in der Schale kochen 3 Kartoffel schälen und in leicht gesalzenem Wasser ebenfalls kochen, mit Obers, Milch und Gewürzen ein schmackhaftes Püree zubereiten und mit Tomatenmark einfärben. Die gekochten Kartoffeln ebenfalls schälen, in ca. 3 mm starke Scheiben schneiden und Kreise, Durchmesser 2 cm, ausstechen. 4 bis 5 Kartoffelkreise mit Püree zusammensetzen und mit bebuttertem Strudelblatt eindrehen, wie ein Bonbon. In heißem Fett frittieren. Schichtcreme mit Johannisbeeren Grappa Himbeeren 250 Gramm frische Himbeeren, Limette, 6 I Grappa, 3 L Vanillezucker marinierte Johannisbeeren, V16 I Rotwein, 209 Johannisbeeren, 5 OG Kristallzucker, 7 MSP. Zimt, 7 Blatt Gelatine, 4 schöne Johannisbeerrispen Oberscreme. 1-8-Obers-R-16 I Milch, 1 Vanilleschote, 70, 9 Kristallzucker 4 Blatt Gelatine, 1-4 I Obers steif geschlagen Himbeeren mit abgeriebener Schale und Saft der Limette, Zucker und dem Grappa marinieren 1 Stunde kalt stellen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Rotwein mit Zucker und Zimt aufkochen ersten Johannisbeeren dazugeben und kurz überkochen. Ausgekühlte Gelatine dazugeben, eine Stunde kalt stellen. Obers mit Milch, Zucker und ausgekratzter Vanille aufkochen. Leicht überkühlen und eingeweichte Gelatine unterdrücken. In hohe Gläser zuerst die Johannisbeeren einfüllen, dann die Oberscreme, den Abschluss bilden die Grappa-Himbeeren. Mit Johannisbeerrispen garnieren.
Gefülltes Rheinankenfilet 4 Rheinankenfilets, 1 Lachsforellenfilet, 1,1 Ebers, Salz, weißer Pfeffer, etwas Zitronensaft, 1 Ell frischer Dill, einige Tropfen Pernod, Schweinsnetz Rheinankenfilets entgräten und mit Zitronensaft beträufeln, würzen und mit Pernod benetzen. Für die Farce Forellenfilet in kleine Stücke schneiden und für ca. 15 Minuten ins Gefrierfach stellen. Im Kötter Forellenfilet mit Eiklar, Obers und Dill zu einer feinen Masse verarbeiten, abschmecken. Schweinsnetz gut wässern und in 4 gleich große Stücke, 12×12 cm, schneiden, leicht pfeffern. Rheinankenfilet darauf geben, mit Farce bestreichen und einschlagen. Mit Schweinsnetz einwickeln. In einer Eisenpfanne beidseitig knusprig braun braten, warm stellen Sabayon. 3 Dotter, Zoge Butalis e Martini Seco, 1 MSP. Ingwer, Salz, Pfeffer Muskatdotter mit Martini über Dampf aufschlagen. Die erwärmte Butter einrühren, abschmecken und eventuell mit etwas Fischfond verdünnen. Paprika Ebeli. 350 Gramm Zartweizen, Ebli, 1 Paprika, 1 Ehl Butter, etwas Chilipulver Ebli in reichlich Salzwasser kochen und abseihen. Paprika in kleine Würfel schneiden. Mit Ebli vermengen und eventuell nachwürzen. Garnitur, schöne Zitronenscheiben und frischer Kerbel oder Petersilie. Mousse mit Schokolade und Amarettel 200 Gramm weiße Kuvertüre, 2 Vanilleschoten, 4 Blatt Gelatine, 2 Eier 3 El Cointreau, 1-4 I Obers steif geschlagen, 8 OG Amaretti, Ital. Feingebäck, 8 Reifen Kiwi, V8 I Läuterzucker, V6 I Orangensaft, 1 TL Maizena, 8 CL Curacao Kuvertüre hacken und im Wasserbad schmelzen. Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Eier mit Orangenlikör und Vanillemark über Dampf sehr cremig aufschlagen. Gelatine gut ausdrücken und in der warmen Creme auflösen. Mit der erwärmten Schokolade vermischen. Das steif geschlagene Obers unterziehen. Amaretti zart kleinern und unter das Mousse heben. Mousse mindestens 5 Stunden kalt stellen. Für das Kiwi-Kompott den Läuterzucker und den Orangensaft aufkochen und mit Maizena eindicken. Anschließend den Curacao dazugeben und die Kiwischeiben damit marinieren. Der Wein, eine Rarität und exklusive Ergänzung zum Mousse, ist ein ausdrucksstarker und reifer, gelber Tramino Reserve.